Ja, mich nervt sowas. Vor alten Zeiten wanderte einmal eine Wiese auf der großen Landstraße. Da sprang ihm plötzlich ein unbekannter Mann entgegen und rief: Halt! Keinen Schritt weiter! What? Du Wicht, den ich zwischen den Fingern zerdrücken kann? Du willst mir den Weg vertreten? Wer bist du, dass du so keck reden darfst? Ich bin der Tod. Mir widersteht niemand. Und auch du musst meinen Befehl gehorchen. Der Riese aber weigerte sich und fing an, mit dem Tod zu ringen. Es war ein langer, heftiger Kampf. Zuletzt verhielt der Riese die Oberhand und schlug mit seiner Faust den Tod nieder, sodass er neben einem Stein zusammensank. Der Riese ging seiner Wege und der Tod lag da besiegt und war so kraftlos, dass er sich nicht wieder erheben konnte. Was soll daraus werden, wenn ich da in der Ecke liegen bleibe? Es stirbt niemand mehr auf der Welt. Und sie wird so mit Menschen angefüllt werden, dass sie nicht mehr Platz haben, nebeneinander zu stehen. Indes kam ein junger Mann, ein Mensch des Wegs, frisch und gesund, sang ein Lied und warf seine Augen hin und her. Als er den halb Ohnmächtigen erblickte, ging er mitleidig heran, richtete ihn auf, flößte ihm aus seiner Flasche einen stärkenden Trank ein und wartete, bis er wieder zu Kräften kam. Weißt du auch, wer ich bin? Nein. Und wem du wieder auf die Beine geholfen hast? Nein, ich kenne dich nicht. Ich bin der Tod. Ich verschone niemanden und kann auch mit dir keine Ausnahme machen. Damit du aber siehst, dass ich dankbar bin, so verspreche ich dir, dass ich dich nicht unversehens überfalle, sondern der erst meine Boten senden will, bevor ich komme und dich abhole. Gut an. Immer angewendet, dass ich weiß, wann du kommst. Und ich so lange nicht im Weg bin. Dann zog er weiter. War lustig und guter Dinge. Und so lebte er in den Tag hinein. Allein Jugend und Gesundheit hielten nicht lange an. Bald kamen Krankheiten und Schmerz, die ihn bei den Tagen plagte. Und die nachts die Ruhe wegnahmen. Sterben werde ich nicht, denn der Tod sammelt mir erst einen Boden. Ich wollte nur die bösen Tage der Krankheit klären erst verhindern. Sobald er sich gesund fühlte, fing er wieder an, in Freuden zu leben. Da klopfte ihm eines Tages jemand auf die Schulter. Er blickte sich um. Und der Tod stand hinter ihm und sprach: Folge mir, die Stunde deines Abschiedes von der Welt ist gekommen. Wie? Willst du dein Wort halten? Hast du mir nicht versprochen, dass du mir, bevor du selbst kommst, deine Boten senden wolltest? Schweig! Habe ich dir nicht einen Boten über den anderen geschickt? Kam nicht das Fieber? Stieß dich an? Rüttelte dich? Warf dich nieder? Hat der Schwindel dir nicht den Kopf betäubt? Zwickte dich nicht die Gicht in allen Gliedern? Brauste dir sie nicht in den Ohren? Nagte dich der Zahnschmerz an deinen Wangen? Ward dir es nicht dunkel vor den Augen? Über das alles hat nicht mein leiblicher Bruder, der Schlaf, jeden Abend an dich erinnert, lagst du nicht in der Nacht, als wärst du schon gestorben? Der Mensch wusste nichts mehr wieder. Er gab sich in sein Geschick und ging mit dem Tode fort.